Jasmina, ich stehe hier vor dem Messegelände in Leipzig. Hinter mir findet der Parteitag statt. Anna ist für uns unterwegs. Es ist hier der zweite Tag. Ich freue mich super doll, ihr über die Schulter gucken zu können. Also gehen wir mal gemeinsam los. Ich bin jetzt hier im Sitzungssaal. Ich habe mich mit Anna verabredet. Die müsste jetzt hier eigentlich gleich erscheinen. Da ist sie schon. Hi. Schön, dich zu sehen. Wie ist die Stimmung hier im Sitzungssaal? Ja, super. Bei 1001 Delegierten, da ist halt was los. Wer hat bisher alles reden können? Angela Merkel war da, Ursula von der Leyen hat gesprochen und Annegret Kramp-Karrenbauer hat auch gerade noch ihren Bericht gehalten. Das klingt alles sehr spannend. Du sag mal, du hast ja so ein Tablet bekommen. Möchtest du mir das vielleicht einmal zeigen? Ja, sehr gerne. Komm doch gerade mit. Magst du mir mal zeigen und sagen, was das so Schönes kann? Also man kann hier jederzeit das Programm anschauen. Das finde ich super, dass man immer weiß, was gerade passiert. Und du kannst Wortmeldungen digital einreichen, sofort innerhalb von einer Sekunde vorne auf dem Podium. Ich nehme an, dass du auch Anträge angucken kannst. Da würde mich interessieren, welcher Antrag ist der, der dich am meisten hier interessiert? Am wichtigsten unser Urwahlantrag von der Jungen Union, den wir mit großer Mehrheit verabschiedet haben auf dem Deutschlandtag. Den müssen wir heute auch durchbringen. Ich würde sagen, es bleibt sehr spannend. Wir gucken uns das Ganze an. Mal sehen, vielleicht geht er ja durch. Ich war noch auf dem Messegelände unterwegs. Vielen Dank, Anna, dass du dir die 2 Tage lang Zeit genommen hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es war super cool mit euch, hat echt viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr mich begleitet habt. Ich würde sagen, bis zum nächsten Jahr, oder? Das hoffe ich auch und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Ciao.